Diesmal machen wir eine einfache vegane Sahne. Vor der Zubereitung kühlen wir eine Kokosmilch mit einem sehr hohen Fruchtfleischanteil und eine Rührschüssel mindestens für 3 Stunden im Kühlschrank. Wir trennen nun den festen vom flüssigen Teil der Kokosmilch und schlagen den festen Teil in der kalten Rührschüssel mindestens 30 Sekunden mit einem Handmixer auf, bis eine sahnige Konsistenz entsteht. Jetzt fügen wir noch Birkenstaubzucker und, damit die Sahne noch steifer wird, Sahnesteif hinzu und schlagen alles nochmal etwa 30 Sekunden weiter. So schnell und einfach macht man eine vegane Sahne. Unterstütz uns, indem du einen Daumen nach oben gibst und einen Kommentar hinterlässt. Wir freuen uns bis nächsten Freitag.